Ich bin erstmal der Julian Klaasen, ich studiere Medien und Informatik, bin etwas länger dabei, habe jetzt Mitte letztes Semester auch beim DAZ angefangen. Und da mache ich jetzt halt auch App-Entwicklung und andere Sachen. Ja, ich bin Thomas Elzner, ich studiere auch Medieninformatik und ich mache jetzt mein Praktikum und danach meine Bachelorarbeit und dann bin ich hoffentlich fertig. So, die App-Gruppe. Einmal kurz zu den Aufgaben, die wir hatten. Das wäre zum einen am Anfang das Design vom Logo und den grafischen Benutzungsschnittstellen, den Interaktionselementen und den visuellen Symbolen zur Darstellung des Lawnmower-Status. Und dafür wurden mehrere Prototypen erstellt. Der Großteil des Projekts war dann die Entwicklung der Smartphone-App für die manuelle und automatische Steuerung. Die Erstellung der Klassen und Coding der Methoden und Anpassung von den App-Files, sodass mehrere Sachen implementiert worden sind. Dabei haben wir die Klassen in vier verschiedene Kategorien aufgeteilt, in Activities, welche halt das managen, was auf dem Bildschirm dargestellt wird. Klassen zur Datenverwaltung, dann nochmal GStreamer und noch mehrere Utility-Klassen, die sich quasi um kleinere Sachen kümmern als die Activities. Am Ende haben wir dann eine Benutzeranleitung erstellt, welche Schritt für Schritt darstellt, wie man die App installieren kann, wie man sich mit dem Roboter verbindet und noch eine Übersicht und Beschreibung der Features und Funktionen dieser. Als erstes haben wir das Logo designt. Dafür haben wir uns andere Rasenmäher-Roboter-Apps angeguckt und auch andere Firmen, die Rasenmäherroboter vertreiben und haben uns daran halt orientiert und mehrere Entwürfe erstellt, welche dann in der Gruppe besprochen worden sind und dann halt auch weiterentwickelt worden sind. Dabei hat sich halt herausgestellt, dass so eine Darstellung eines Rasenmäherroboters doch der Weg ist, welches wir dann auch gewählt haben. Das Ganze wurde dann in Illustrator und Inkscape realisiert, wofür man sich ein bisschen einarbeiten musste, da man das ja, also ich als Medieninformatiker das schon auch ein wenig konnte. Ja, kommen wir nun zu der Arbeit vor der eigentlichen Implementierung der App. Zuerst haben wir uns Rasenmäher-Apps von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Landoid, angeschaut. Diese haben wir dann im Hinblick des Designs und der Funktionalität getestet und analysiert und haben daraufhin dann mit dem App-Prototyping angefangen. Dazu haben wir in Adobe XD eine Vielzahl an Prototypen erstellt. Und diverse Prototypen haben wir dann der Projektgruppe vorgestellt und haben uns dann gemeinsam auf einen Prototyp entschieden, der dann in Android Studio realisiert wurde. Hier rechts sehen wir dann eine Vielzahl von Prototypen. Wie man sieht, sind manche in den Anfängen, die dann auch nicht weiterentwickelt worden sind, manche wurden schon ein bisschen weiterentwickelt. Und diese befinden sich auch im Skibo-Ordner, die kann man sich dann runterladen und ausgiebig testen. Ja, genau. Insgesamt haben wir fürs Prototyping, ne, einmal zurück. Genau, insgesamt haben wir fürs Prototyping Adobe XD benutzt. Für die Logoerstellung, wie wir schon erwähnte, Illustrator und Inkscape. Genau. Wir beide mussten uns in Adobe XD einarbeiten. Das hat seine Zeit gekostet. Als wir dann mit dem Prototyping fertig waren, haben wir uns an die Rossjava-Recherche rangemacht. Wir haben schnell festgestellt, dass Rossjava nur unzureichend dokumentiert war. Dieses befindet sich nämlich seit 2011 im Alpha-Status und wird auch seit 2016, glaube ich, nicht mehr weiterentwickelt. Infolgedessen war es sehr zeitintensiv, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ja, erst im November letzten Jahr haben wir uns dann entschieden, dass wir Rossjava nicht benutzen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt das Grundgerüst der App stehen, aber keine Funktionalitäten. Diese mussten wir dann im weiteren Verlauf des Jahres dann anfangen und hatten wieder ein bisschen Zeitdruck, dieses dann fertigzustellen. Ne, aber zurück, du bist so schnell. dann haben wir uns noch mit Android Studio befasst.
da das auch für uns beide neu war, in der App-Entwicklung zu arbeiten. Dafür haben wir uns dann Fachliteratur geholt, um uns einen Überblick über Entwicklungstools zu verschaffen. Gerade in Bezug zu Rust Java haben wir uns viel Quellcode von anderen Apps angeguckt und analysiert, da wie gesagt Rust Java sehr unzureichend dokumentiert war. Und natürlich halfen diverse Videotutorials, um ein generelles Grundverständnis in der App-Entwicklung zu erlangen. Ja. Dann kommen wir noch zum Logo und GUI Design. Ja, wir haben ein Corporate Design erstellt. Dazu zählt dann die Erstellung eines Logos und die Erstellung des App Designs. Besonders wichtig war uns dafür eine gute Usability, eine gute User Experience zu erschaffen. Und wir haben auch aktuelle Trends berücksichtigt. Wie man sieht, haben wir viel mit Illustrationen gearbeitet und zum Beispiel abgerundete Formen in der App benutzt. Ja. So, was, dabei haben wir halt natürlich einmal den Umgang mit Android Studio und auch die Entwicklung von Apps mit Android Studio und den diversen Tools, die es zur Verfügung stellt, gelernt. Aussetzungen wie auch, außerdem auch, wie man Virtual Devices zum Testen von Funktionen aufsetzt und halt auch, aber das, damit konnte man halt nur Funktionen testen, für die man den Roboter nicht benötigt hat. Also solche Sachen wie Steuerdaten und Bildübertragung waren damit nicht testbar, leider. Dann haben wir außerdem die JavaSocket CCP-Implementierung vorgenommen, welche die Verbindung zum Lawnmower realisiert und über die, welche die Protobuf-Messages gesendet und empfangen werden. Im Protobuf haben wir halt uns mit den Software- Also mit den Roboter-Software-Leuten zusammengesetzt und uns halt überlegt, wie die Struktur von dem Protobuf aussehen soll. Außerdem haben wir uns mit Android-Layouts beschäftigt, sodass die App auf unterschiedlich großen Displays möglichst gleich aussieht und nicht alles irgendwie durcheinander geschoben wird. Außerdem haben wir mehrere APIs implementiert für die Map-Anbindung und für die Darstellung des Wetters und auch wie man Notifications benutzt, um Benachrichtigungen außerhalb der App ans Smartphone zu versenden, wenn jetzt zum Beispiel ein Fehler auftritt. Außerdem haben wir Design-Patterns benutzt, dabei zum Beispiel Singleton-Design, um zum einen den Socket, um zum einen die Verbindung für alle Activities zur Verfügung zu stellen, als auch die Daten des Lawnmowers. Außerdem haben wir den C-Code wie man den C-Code an eine App implementiert. Das geschieht über das Java Native Interface, was einfach gesagt einfach nur Java-Methoden auf C-Methoden mappt. Und das haben wir halt für GStreamer verwendet. Außerdem haben wir Activity Lifecycles, uns mit Activity Lifecycles auseinandergesetzt, um eine konsistentere Darstellung, um für eine konsistentere Darstellung zu sorgen. Und jetzt hier rechts sieht man auch nochmal die Aufteilung der einzelnen Java-Klassen. Ja, Activities stellen halt das dar, was auf dem Bildschirm gezeigt wird. Die Daten, Lawnmower Status Data und die Listener sind dafür da, um die empfangenen Daten an die Activities weiterzugeben. Der Socket stellt ja die Verbindung dar. GStreamer Surface View kümmert und Image Adapter kümmert sich darum, dass das von GStreamer empfangene Bild korrekt in der entsprechenden Activity dargestellt wird. Und der Rest sind Utility-Klassen, die einige Sachen einfacher machen. So, dann zu den Sachen, wie wir mit dem Roboter interagieren. Da gab es zum einen die Kommunikation mit dem Roboter, weil das Ziel war, dass man ihn halt steuern kann, manuell und automatisch, und dass man den Status des Roboters empfängt
und auch entsprechend darstellt. Dafür haben wir uns halt erst mit PROS-Java beschäftigt, von dem wir dachten, dass es eine gute Möglichkeit wäre, das Ganze zu realisieren. Allerdings ist uns dann später aufgefallen, dass das Ganze nicht gut dokumentiert ist. Es befindet sich noch im Alpha-Status. Und deswegen haben wir dann von der Implementation davon abgesehen und sind dann zu Protobuf gekommen, was eine sprachen- und plattformunabhängige Möglichkeit ist, Nachrichten zu verschicken. Und darüber werden jetzt die Steuerdaten der App an den Roboter versendet und die Statusmeldung des Roboters empfangen. Hier rechts sieht man auch nochmal, wie das Ganze strukturiert ist. Bei der Bildübertragung haben wir, wie bereits gehört, erst überlegt, das Ganze über UDP in einzelnen Packages zu versenden. Allerdings gab es dabei halt das Problem, dass die Datenrate zu hoch wäre und es keinen Hardware-Support auf Seiten des Roboters gibt, weswegen wir uns dann doch für eine GStreamer-Pipeline entschieden haben, die allerdings auch einige Probleme hatte, weil einige Elemente sich einfach nicht so verhalten haben, wie es gedacht war. Es gab Elemente, in denen waren teils 700, 800 Millisekunden Hardcoded Delay drin, was dann zu einer Verzögerung geführt hat und man fragt sich, woher kommt die? Als erstes hatten wir etwas mit Matroska und VP9 versucht. Das hat allerdings zu einer sehr schlechten Performance geführt. Man hat weniger als einen FPS gehabt und sind dann auf JPEGs in relativ kleiner Auflösung übergegangen, was die Performance oder die Frames pro Sekunde deutlich verbessert hat. Ja, kommen wir nochmal zu den App-Funktionen. Über die App kann man die automatische und manuelle Steuerung des Lawnmowers betätigen. Dazu muss man in meinen Rasenmäher reingehen und hat dort dann eine gewisse Auswahlmöglichkeit. Im Bereich der Steuerung kann man das Tracking auswählen, der zu mir in der Rasenfläche und das Setzen der Home-Position, wie bereits schon in den vorigen Präsentationen, wie wir es gesehen haben. Man kann das Wetter anzeigen und über die Karte die GPS-Position des Lawnmowers. Es gibt ein Feedback-System per Notification. Das heißt, wenn man die App nicht aufhat und man schickt den Rasenmäher auf einen Mähvorgang, man macht das Handy aus und man bekommt dann eine Notification, dass zum Beispiel der Lawnmower irgendwo festhängt oder er mit dem Rasenmähvorgang fertig ist. Und des Weiteren natürlich dann die Übertragung des Kamerabilds zur Steuerung des Lawnmowers. Kommen wir noch zu den Future Updates, wenn man an der App noch weiterarbeiten will. Mithilfe des Laserscans, den wir auf dem Router haben, können wir dies auf einer Karte visuell darstellen. Auch kann man auf der bereits schon verfügbaren Karte den Weg des Lawnmowers visuell darstellen. Das ging jetzt aus zeitlichen Gründen, können wir es leider nicht mehr realisieren. Auch kann man eine Kalenderfunktion einbauen, um jetzt zu sagen, Lawnmower mit den Rasen in 2 Tagen um die und die Uhrzeit. Des Weiteren eine Festlegung eines abzufahrenden Pfades, um zum Beispiel ein Muster in den Rasen zu mähen. Auch könnte man eine Sprachsteuerung realisieren über das Handy, um zum Beispiel einfache Befehle zu sagen, wie Lawnmower start, und dann beginnt er den Startvorgang des Rasenmähens. Und man könnte noch eine Wetter-API und diese verknüpfen, dass zum Beispiel er automatisch Rasen mäht, wenn jetzt die Sonne scheint und er sagt, es regnet in 2 Stunden, der Rasen wird jetzt nicht mehr gemäht. Ja. Und kommen wir noch zu einem kleinen Fazit. Was lief gut? Die Aufteilung in mehreren Gruppen zur besseren Planung des Projekts lief sehr gut. Jeder hat seinen Teil erledigt und gearbeitet. Trotz Corona lief die Zusammenarbeit gut. Wir haben uns immer über Discord getroffen oder im Jitsi für Gruppenmeetings. Die Protobuf-Nachrichten eigneten sich gut zur Roboter-App-Kommunikation. Das Versionsmanagement war hilfreich. Das heißt, die Zusammenarbeit
über GitHub in den unterschiedlichen Versionen, das hat gut funktioniert. Generell die Arbeitsaufteilung innerhalb der App-Gruppe hat gut funktioniert. Wir haben uns dann gegenseitig Aufgaben zugetragen, die wir dann erfüllt haben und uns dann wieder getroffen haben zu weiteren Besprechungen, um dann wieder neue Aufgaben zu verteilen. Was nicht optimal lief, war halt, dass wir erst relativ spät entschieden haben, Rossi aber doch über Bord zu werfen. Das hätte man sich früher dafür entscheiden sollen. Dann wäre nicht so viel Zeit drauf gegangen. Außerdem hätten wir uns mehr Deadlines setzen und einhalten sollen. Das gilt zum Beispiel bei der GStreamer Pipeline oder halt bei Rossjava. Wäre halt eine Möglichkeit, wie man das verhindert hätte. Außerdem gab es am Anfang Kommunikationsschwierigkeiten der App-Gruppe, welche dann zum Ende hin verschwunden sind. Außerdem hatte Thomas Probleme damit, zur Uni zu kommen. Deswegen haben wir Hybrid getestet. Also ich war in der Uni und habe halt mit der App am Rasenmäher getestet und das hat das halt verlangsamt, weil wenn er etwas geschrieben hat und ich dann halt das Ganze getestet habe und dann halt darauf gewartet habe, dass er was zurückschreibt, war nicht ganz so schnell. Außerdem gäbe es Verbesserungspotenzial beim Projektmanagement innerhalb der App-Gruppe. Ja, irgendwie stimmt das nicht. Das sind keine 31 Stunden. Ich glaube, da fehlt mir 6. Aber hier sieht man mal so grob, wie viel Zeit wir wo reingesteckt haben. Ja, komme ich noch zu meinem persönlichen Fazit. Wie Jörn schon gesagt hat, konnte ich aus persönlichen Gründen nicht wirklich zur Uni kommen. Als Fazit, ja, Verbesserungspotenzial in der Kommunikation wurde auch schon gesagt. Gute Zusammenarbeit trotz der Distanz wegen Corona. Insgesamt, was ich gelernt habe, war das wissenschaftliche Arbeiten in dem Modul von Herrn Dunkel, das Arbeiten mit GitHub, speziell die Android-Entwicklung, da TCP-Sockets, die Notifications und wie man mit APIs arbeitet, generell das Prototyping, wie man Logos erstellt, wie man eine App entwickelt, dann die App-Roboter-Kommunikation mit Protobuf habe ich mich viel auseinander beschäftigt und die Softwareentwicklung in der Gruppe. Speziell jetzt mit Julian gesehen dann. Jetzt auch nochmal zu meinem Fazit. Ich habe gelernt, dass Kommunikation in einem Projekt sehr wichtig ist. Es war auch mein erstes größeres Projekt. Deswegen war mir das am Anfang noch nicht ganz so klar, auch wenn es einige Professoren in den Vorlesungen mal wieder erwähnt haben. Außerdem kann man auch sagen, dass das hybride Arbeiten gut funktioniert hat. Und auch, dass mir das Projekt Spaß gemacht hat und ein sehr interessantes Projekt war. Eventuell sollte man längere Recherchezeiten für Ansätze einplanen, damit eventuell sowas wie das mit Rossjava nicht nochmal passiert. Gelernt habe ich dabei halt die Android-App-Entwicklung mit Android Studio, wie man App-Roboter-Kommunikation gut implementieren kann, außerdem GUI-Design und halt auch Projektmanagement-Sachen. Das war's auch schon. Gibt es Fragen?